kommst du nicht davon. Klingenwurf. Und die DP nehme ich natürlich mit. Okay, ich glaube, ich muss mal wieder. Das muss ich mal hier auswechseln. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Und dann würde ich hier mal Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Und hier. Hoch da. Läuft der Professor rum nach. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land ausgräbst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Was feit. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Das Kind kommt freiwillig. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Haben wir sie beide an einem Fleck. Lass uns jetzt Bombarda Maxima machen. Weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe. Und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also... Wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Aha. Also wir müssen noch nicht gegen ihn kämpfen. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, aber deiner. Ertränkung! Sag deiner Mutter, die letzte Nacht mit dir war angenehm. Mensch, doch schon passt. Ich werde dich.
Das Geld können wir später gebrauchen. Kann das mitnehmen, was sich mitnehmen lässt. Handschuhe. Die können wir verkaufen. Machen wir mal das Inventar voll. Nochmal umschauen. Ein Zaubererschach. Was hat das Spiel nur mit den ganzen Handschuhen hier? Hier scheint es weiter zu gehen. Oh je. Ist er schon unten oder was? Ja, natürlich. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Was passiert da? Was hat es mit den Symbolen Revelio. An den Wänden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Das war wahrscheinlich noch nicht schnell genug. Geht's weiter. Der Rookwood-Keller. Na dann. Finde Charles Rookwoods Porträt. Koboldspuren. Revelio. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Wir sind hinter ihnen. Das zu deren Nachteil. Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sie verlieren. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Vielleicht können wir die aufnehmen. Es ist, wir müssen es finden, bevor sie es Revelio. Tun. Wo ist das Porträt? Wir finden es schon.
Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein. Es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie Sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben Sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und Sie wissen, dass Sie ein Hüter waren. Renrock nannte Sie so. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Es ergibt keinen Sinn, denn wer hat ihnen das gesteckt? Ich ahne Schlimmes. Es gibt nur zwei Personen, die davon wissen, wer... Die von den Hütern überhaupt wissen. Gut, es sind vier, weil wir haben es schon... waren so leichtsinnig und haben... Ja, mit dem Slytherin Sebastian, hieß er, und ich bin sehr schlecht im Namen merken. Den zwei Schülern haben wir das gesagt. Also es gibt vier Personen, die das wissen. Oh, hallo, willkommen Jackie, willkommen in der Eidolon Community. Ein neuer Follower. Deine neue Followerin. Ein neues Followee. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Willkommen, Macht Jets. Ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Aha. Die Prüfung muss natürlich alleine gemacht werden. Sekunde. Zeit muss sein. Einmal kurz ins Inventar. Vielleicht gibt es da Sachen, die... mit diesem Update. Hier haben wir Neues. Nein. Nein. Okay. Nächstes, die Handschuhe sind... Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Okay. Die zweite Prüfung. Let's go. Und los geht's. Welche Rätsel erwarten uns nun hier? Wahrscheinlich wieder hunderte von Wächtern. Hunderte ist immer schon ein bisschen übertrieben gewesen. Rebellion. Okay, da ist ein Portal. Ach, wieder solche Rätsel. Verändert sich die
ändert sich die Welt. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Turm. Das ist doch bestimmt. Fragen Sie, wie lange bleibt das mit Arrestomomentum drin? Zauber reicht nicht lange. Lass mal schnell machen. Okay, so offenbar nicht. So aber auch nicht. Vielleicht. Die Statue können wir hier verschieben. Einmal rüber hier. Vielleicht können wir das dann nutzen? Nein, können wir nicht. Genau hier brauchen wir den. Und jetzt hier. Und hier. Ganz genau so. Yosa.
Und das steuere ich hier noch mit meinem Zauberstab. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Also geht's auch. Hier kommt die Arena. Oh je. Über den Rand hinausgefallen. Der ging runterfallen. Hilft nichts. Geht's. Nicht runterfallen! Ausweichen! Ausweichen! Verdammt! Wie kann das nicht gehen? Drücken. Ja, ein bisschen anstrengend sollte man sich dann schon konzentriert bei der Sache sein. Kacke, da stand ich im Weg. Okay. Das war einfach. Zu einfach. Haben wir ihn mit seinem eigenen Schwert besiegt. Ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Einfach durch. An der links muss ich gehen. Von dort aus. So vielleicht. Rebellion.
ein Rätsel. Okay. Das trägt irgendwie noch, das wird irgendwie eine Platte, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Doch, da auf der anderen Seite. Ich sehe die Gegner nicht, deshalb wird es zu bedeuten, dass er hier ist. Okay, und hier haben wir einen Vorsprung. Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Okay, das geht doch bestimmt so. Nee, zu niedrig. Nicht zu hoch. So weit weg. Verstehe. Ist das zu weit weg? Das ist blöd. Doch. Da sind wir. Ha.
Und weiter geht's. Ein Trank. Na komm, wo bleiben die Wächter? Schnalle. Merkwürdig. Hat sich was gedreht. Wegen dem Buddha haben wir das jetzt getan. Da war ich vorhin auch. Ja, zweite Prüfung. Zweite Prüfung bestanden. Ich denke doch mal, dass das jetzt hier das Ende ist, oder? Da kommt da noch was Großartiges. Hier wäre noch ein Bosskampf denkbar. Der letzte war ja, naja. Ausweichen. Treffen die beiden gleichzeitig an. Ausweichen. Kein Ding, die schalten nacheinander aus. Das war episch. Und dann komm, die Wachen ausschalten. Weg hier. Geh mal auf die andere Seite. Ah, das ist die große. Oh, Kacke. Ich kassiert.
Tränen ausschalten, dass der nicht im Wege steht. Großartig. Und da kommt der Big Daddy. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich sollte hier weg. Oh oh. Ausweichen. Viele Tränke dabei. Selbst haben wir ihn schon. Da unten.